Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava Gaming. Heute habe ich meine Challenge geschafft, jetzt in 3 Sekunden meinen Kanal zu finden und das Video zu liken. 1, 2, 3. Wenn ich es geschafft habe, schreibt vielleicht Kürbis in die Kommentare. Das passt doch zum Thema vom Video. Heute machen wir erstmal die Shoutouts. Also, ich mache jetzt erstmal alle wichtigsten Sachen am Anfang. Das erste Shoutout geht an Octivan. Hallihallo. Sorry, wenn ich einen Namen falsch ausgesprochen habe. Und das zweite geht an Diana Kirsch. Hallihallo. Also, mir war langweilig. Also dachte ich, wie wär's? Es ist ja gerade Herbst. Bei mir ist es gerade noch September. Bestimmt, wenn du das guckst, vielleicht guckst du es jetzt auch in der Zukunft und es ist nicht mehr September, aber gerade für mich ist September Herbstsaison. Obwohl gerade bei mir Sonnenschein ist und alles sieht immer noch aus wie Sommer. Herbstsaison. Also dachte ich, ich mache einfach mal so ein Fall Autumn House und zeige es euch dann einfach, weil ich Bock drauf hatte. Also ich bin hier gerade in einem Café, weil das ist ein sehr ästhetischer Café. Könnt ihr glauben, dass dieses so ein Sonnenschein? Ich war sehr überrascht. Und warte, ich trinke erstmal hier heiße Schokolade fertig. Ich bin sehr aufgeregt, euch das zu zeigen, weil es hat sehr lange gedauert und sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, das sieht ziemlich cool aus. Deswegen mache ich dann einfach so eine Roomtour. Ich habe dafür auch nicht wirklich Haustour. Ich habe auch noch ein paar Charaktere dafür gemacht. Wenn ich ein paar sage, meine ich 2. Und ich dachte, die wurden auch richtig gut. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Zeige ich euch jetzt einfach am besten. So. Also ich habe das neue Shophaus benutzt, weil ich fand es total cool, dass es so ein offener Bereich ist. Ich dachte, irgendwie könnte ich das im Garten machen. Habe ich auch gemacht. So, wir fangen hier hinten an. Natürlich war das mal zu. Also. Als erstes haben wir hier so eine kleine Chill-Ecke mit ein paar Büchern. Ich weiß, die sind ein bisschen ungerade. Konnte irgendwie den Stapel nicht gerade hinkriegen, aber ich finde, das sieht schon mal cool aus. In diesen zwei Türen gibt es das Bad. Finde ich auch sehr süß. Ich habe gerade bemerkt, ich habe vergessen, Zahnpasta dazu zu machen. Also hinter diesen Türen kann man jetzt das Bad sehen. Ich finde, das wurde richtig süß. Ich mag hier diese Leiter. Ich erzähle dann auch bei meist von den Sachen, wo ich alles her habe. Hier zum Beispiel, da habe ich diese zwei so Getränke bei diesem Haunted Mansion. Und meist von den Sachen hier habe ich von dem Bohemian House und einfach von dem Starter Pack. Das da finde ich so süß. Hier schon das Schlafzimmer. Das hat am längsten gedauert, aber ich finde, es wurde am schönsten. Es war auch sehr schwer, diese Klamotten zu finden. Ich muss euch das einfach mal zeigen. Ich mache einen Schreibtisch hier. Diese so Getränke, ich weiß eigentlich gar nicht, wo die her sind. Aber ich weiß, dass fast hier all diese Pflanzen von diesem Bohemienhaus sind, weil ich finde die einfach so süß. Ich fand auch diese Girlande so süß. Das weiß ich noch. Das kam von dem Hello Kitty Update. Und dann dieser Hund, der kam von dem Café, wo ich gerade am Anfang war. Das ist übrigens auch umsonst dieses Café. Das liebe ich so doll. Dann hier drinnen gibt es da noch so ein Kürbis-Trophäe. Vielleicht hat eine Person den schönsten Kürbis der Welt gemacht. Keine Ahnung. So, wenn wir hier weitergehen, ist schon mal der erste Charakter, den ich gemacht habe. Das ist so ein kleiner Typ. Wie nenne ich den? Ich habe den eigentlich gar nicht Namen gegeben. Ich nenne den einfach mal Gabriel. Ich finde, der sieht aus wie ein Gabriel. Der macht halt einfach so Gartenzeugs. Also ganz viel von dem Zeug habe ich. Warte, ich zeige euch einfach mal, wo ich das alles her, weil ich weiß leider gar nicht mehr die Namen. Meist von den Sachen im Garten habe ich von diesem Gebäude hier bekommen. Da kann ich fast alle Sachen empfehlen. Die sind da so schön, ästhetik. Ich liebe es einfach. Können wir noch sehen, da habe ich die Trophäe geklaut. Ich mag das. Ich mag auch hier immer, dass man so selber irgendwie so Punch machen kann. Ich finde das total lustig. Dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Haus. So. Also sagt mir mal, was habt ihr alles mit diesem Haus gemacht? Habt ihr daraus ein Haus gemacht? Habt ihr daraus ein Geschäft, ein Café? Schreibt es mir einfach in die Kommis. Das würde mich richtig interessieren. Hier habe ich dann noch so eine kleine Yoga-Ecke gemacht. Irgendwie hatte ich Bock drauf. Ich liebe immer diese Yogamatten total. Ich finde es total cool. Ich mache hier auch kurzes Radio aus. Noch so eine Verletzstange. Ich fand ich auch total cool. Hier ist so eine kleine Eule, weil ich liebe diese Eule. Ich meine, schaut euch einfach wie. Schaut euch an, wie putzig die ist. Die ist auch von dem Café übrigens. Hier, da ist einfach so ein kleines Display, das mag ich auch sehr doll. Dann hier drin, im Kühlschrank ist leider nichts, aber dafür gibt es so ein paar Teller, dann noch ein paar Gläser, die liebe ich total.
Ich fand das total süß hier, so ein paar Süßigkeiten drin ist. Also ich habe das von einer YouTuberin gesehen, die auch so Tuckabucka-Videos macht, nur ich habe leider vergessen, was ihr Name ist. Und da noch so ein kleines Teil, fand ich auch total süß. Da in den Schubladen ist leider auch nichts drin. Und jetzt, hier ist dann noch so eine kleine Ecke, wo man einfach so chillen kann, sich vielleicht so einen Fruit Punch zu nehmen. Lecker Schmecker. Und da gibt es noch so ein kleines Regal, das liebe ich. Ich finde dieses Spielen einfach total freaky irgendwie. Und hier mal von den Dekos habe ich übrigens auch von diesem Haunted Villa bekommen oder Haunted Mansion. Da sind immer ganz viele so Halloween-Sachen, das liebe ich. Hier ist auch schon die zweite Person, die ich gemacht habe. Wie nennen wir sie? Ich finde, sie sieht aus wie eine Mia. Das ist jetzt Mia. Ich liebe ihre Haare sehr doll und ihr Fit. Dann hier habe ich versucht, so cozy wie möglich zu machen. Auch noch wie diese kleinen Fireplace. Ich feiere das so doll. Und dann hier so noch mit einer heißen Schokolade. Ich liebe auch diesen Tee. Es ist einfach ein Kürbis. Man kann bemerken, ich mag Kürbisse. Ich mag Kürbisse. So, hier fast überall gibt es einen Kürbis. Und auch noch hier nochmal das Ding. Da ist leider noch nichts drin. Und das war's auch eigentlich schon. Es ist jetzt nicht das größte Haus, aber ich liebe es sehr, sehr doll. Und ich will nochmal hier die Klamotten anprobieren. Hier. Es hat auch, wie gesagt, sehr lange gedauert, alle zu finden. So, das war's eigentlich schon. Ich weiß, das war jetzt ein sehr kurzes Video, aber es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, dieses Haus zu bauen. Und ich dachte, das muss ich euch jetzt einfach zeigen. Das war's jetzt auch schon. Schreibt mir mal, ob ich mehr einfach so Haustours machen soll, weil das macht immer sehr viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.